Hallo Leute und willkommen hier bei LeoCraft und wir haben Weihnachten und dazu gibt es ein Weihnachtsspecial und zwar habe ich für euch was Besonderes als Weihnachtsspecial und zwar zeige ich euch meine erste Welt, die ich je in Minecraft hatte. Die habe ich hier mal, lädt jetzt mal schön. So, das ist meine allererste Welt, die ich jemals hatte. Ja, und wir sind wirklich da, wo ich gestartet habe. Hier an der Stelle war mal mein Startpunkt. Ich zeige euch jetzt mal in der Welt, was es alles so gibt. Und zwar gibt es auch hier schon, damals habe ich ganz einfach angefangen mit Bahnen. Angefangen, nichts Bahnsteigmäßiges oder so. Und zwar habe ich mir irgendwo ein Haupthaus gebaut. Ich schau mal schnell, wo das ist. Oh, da fährt man mal ein bisschen durch die Gegend. Ja doch, wir kommen nämlich direkt hin, da vorne, wo das Goldene ist. Ja, da ist mein Haupthaus. Hier auch Redstone, da habe ich damals nur als ja, Leitlinie verwendet, kaum richtige Schaltungen gemacht. Bisschen experimentiert mein Haus, ja. Das war da unten. So, ihr könnt die die Map auch erkundigen. Hier mein Haupthaus, noch keine Treppenstufen oder sowas. Links das Wohnzimmer, also mit verschiedenen Sachen. Teilweise erfarmt, teilweise creative. Ja, das ist sie. Verschiedene Sachen und dann natürlich auch einen Arbeitsraum. Ja, ich war lange nicht mehr in dieser Welt. Damals habe ich noch nicht gewusst, was es mit dem Steinmetz auf sich hat. Verzauberungen auch kaum. Amboss, nee. Ich hätte einfach mehr mal drei Werkbänke gemacht. Links habe ich dann noch ein Lager gemacht. Auch einfach random sortiert. Oder so. Und dann schon der Zauberkeller bzw. die Bibliothek, wie sie da ist. Verschiedene Lapis- und Bücherzeugs. Dann hier, ja, hier die Zaubertische, die guten. Dann, was haben wir noch? Ach, da unten, ja, das war dann das Labyrinth der Bibliotheken. Auch mit dem ein oder anderen Zaubertisch. Könnt ihr aber ja mal selbst erkunden. Wie gesagt, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und zwar, da geht's los, ja. Damals, ich habe in der Pocket Edition angefangen, jetzt deswegen bin ich hier auch in der Windows 10 Edition. Und zwar Ausgang, ja. Damals waren die Welten auch nur begrenzt groß. So. Weiter raus konnte man nicht. Hey, was ist da unten? Zombie-Villager oder keine Ahnung. Ja, Mobs sind an, warum auch immer. Und zwar hier in mein Haupthaus. So, was haben wir noch in dieser Welt? Ja gut, das Hotel. Ich will die Folge jetzt nicht zu lang gehen lassen als Weihnachtsspecial, denn ich will auch feiern. Hoteleingang war ursprünglich hier, ja. So edel mit Akazienholz. Schade, dass es hier noch kein Game Mode 3 gibt. So gehe ich mal runter. Gott. Wo war ich hier mal der Eingang?
Na. Oha, hier mal der Eingang. Das war mal der ursprüngliche Hoteleingang. Gut. So war mal der Hoteleingang früher. Mittlerweile hier ist schon was zerstört worden. Ja gut. Ich fixe es jetzt aber nicht mehr. So, Hotel. Einfachste Redstone-Schaltungen gab es schon. Wie die Lampe, die erkennt, ob es Tag ist. Die Tür, die man mit Knopf öffnen kann. Oder auch schon die Tür, die man fernsteuern kann. Mehr aber noch nicht. Ja, gut. Das sind die neuen Bereiche hier. Die älteren Bereiche sind hier. Da sahen die Zimmer ungefähr so aus. Im Berg gemeißelt. Fahrstuhl oder sowas gab es auch noch nicht. Die Haken habe ich damals auch nur als, ja, was Modisches verwendet. Das könnt ihr euch aber mal selbst ausprobieren. Alle Zimmer sind eingerichtet, unterschiedlich sogar. Also da habe ich schon ein bisschen Wert aufs Bauen gelegt. Aber die neueren Zimmer. Sind diese hier? Notenblock wusste ich auch nicht, was man da macht. Wie man den immer auf demselben Ton ansteuert. Heute weiß ich es. Neueren Zimmer ungefähr so mit Blättern gemacht. Kann ein bisschen durchschauen, ja. Und dann hier das. Naja, damals fand ich es als bestes Zimmer, mittlerweile nicht mehr so. Nanu, was ist jetzt los mit Minecraft? Stürzt es jetzt ab? Nee, gut, Glück gehabt. Dachte, es wäre jetzt eben abgestürzt. Nochmal hoch. Also so viel zum Hotel. Ich habe eine Achterbahn gebaut auch noch. Irgendwo. Und zwar die Achterbahn. Wo war die? Daran kann ich mich noch dran erinnern. Die war in irgendeiner Ecke. Und zwar war die da hinten, ja. Doch, das war der Eingangsturm zur Achterbahn hier. Hier eine schicke Höhle hatte ich hier. Auch gut. Oh, Verbrennung hat es schon. Ist doch toll. Also, was hat es? Ja, Verbrennung 1. Kann man verschiedene Mobs. Oh, schick. Ja, damals hatten die ganzen Mobs noch keine Helme, als ich hier angefangen habe. Das ist was ganz Neues. So, jedenfalls, wir machen jetzt hier weiter. Achterbahn. Damals wirklich überhaupt nichts so Großes und Spektakuläres. Ich habe mich einfach mal reingemacht. Hier leckt. Ist das jetzt ein Versionsproblem? Ja, scheint schon zu sein. Das hier sah jetzt ganz nach einem Versionsproblem aus. Ja, so ein bisschen links. Oh, hallo Creeper. Zu lang. Immer geht's wieder. Es kann auch sein, dass es ein Lag vorhin war. Aber wir fangen jetzt auch schnell durch. Das habe ich mir übrigens alles mit TNT freigesprengt. Also, das ist einfach zufällig. Klar, teilweise habe ich auch mitgebaut, dann, damit die Achterbahn so ist, wie sie jetzt ist. Alles, was ich gebaut habe, ist mit speziellen Blöcken gemacht. Böser Creeper. Hier, das war schlimm. Hier waren andere Mods, von denen ich nicht wusste, woher sie kommen.
So, ja, hier habe ich mal versucht einfach. Wie eng kann man sowas bauen? Und da war meine erste Redstone-Schaltung, von der ich überhaupt keine Ahnung hatte. Bei Redstone-Fackeln, warum gingen die aus? So, jetzt gehen wir in den Emerald-Block-Bereich. Und danach kommt noch der Goldblock-Bereich und dann sind wir auch schon fertig. Also ich habe mir da wirklich lange drin gebaut. Mehrere Tage. So. Ja, jetzt sind wir im Goldbereich. Jetzt geht es auch wieder nach oben. Ja, nee, noch nicht ganz. Jetzt geht es nach oben. Also, das war's dann. Achterbahn. Da geht's lang. So, jetzt haben wir schon ein Tageslicht über so eine Brücke. Das Gold, also wer im Survival hat und Ressourcen braucht bei mir, macht die Achterbahns kaputt. Haben wir das? Ja. Was habe ich noch gemacht? Ja, verschiedene Bahnsysteme. Erste Sache von Unterwassertunnel. Die waren aber alle nicht so tolle Bauwerke. Hier ist, glaube ich, einer, oder? Ja, ja, doch, da unten ist einer. Dann gefarmt habe ich auch schon. Also ich habe vor allen Dingen viel mit, was ich heute auch immer noch gerne mache, mit solchen Bahnen gearbeitet. Mache ich heute aber nicht mehr so viel. Damals war ich ja auch noch deutlich klein. Und zwar die Farmen von mir. Was ist das? Ah ja. Das sagt mir auch noch irgendwas, war ich hier. Erst, so. Gut, hier sind ein paar Loren. Nee, was ich eigentlich machen wollte. Die Farmen, wo waren die? Hier vorne war, ist übrigens ein Slime Chunk. Wo habe ich die Farmen? Ach, da vorne. Jetzt sehe ich es wieder. Da, ja. Hier habe ich meine Viecher gehabt. War ganz schöne Arbeit. Und hier habe ich gefarmt. Hauptsächlich Weizen. Ich musste da auch mal erst googeln, wie macht man Weizen. Also. Und das habe ich selbst aufgebaut, weil sonst so viel Zuckerrohr. So, wie viel haben wir da erwirtschaftet? So, haben wir alles? Ja, jetzt können wir mal gucken. Ja, genau 64 haben wir erwirtschaftet, da das ist ja weg. Leider. Rot nochmal so nebenbei. Oh, wir machen den Creeper nochmal kaputt. Komm, das muss sein. Oh, armer Creeper. Musste dran glauben. Ja, viel mehr gibt es in der Welt nicht, denn sie war begrenzt. Oh. Doch, eins noch, unter dem, das Tunnelsystem unter den Viehweiden, ganz ausgeklügelt, ganz gut ausgeklügelt. Hat mehrere U-Bahn-Stationen verbunden und ja, ich habe mich auch öfters verlaufen. Mehrere hohe Tunnel. Eine Zentrale, ja doch, hier ist eine Zentrale. Bauen ging damals sogar noch ohne den hier. Also mittlerweile braucht man ja das. Damals ging das noch ohne. Und Geschwindigkeitssprung. Was? Gut. Braun war ich noch nie so ein guter Weltmeister. Wobei ich mittlerweile die Brauchmaschine gebaut habe. Also, ah, das sind Steinmetze, oder? Ja.
Also auch da ist eben man eine Tür, die angeblich automatisch zugehen sollte, nur die Verwendung des Tageslichtsensors war mir da auch noch nicht klar. Also sehr viele Redstone-Sachen. Ah, das ist noch was Gutes. Eine einfache Redstone-Sache, die ich gemacht habe, war, muss man gucken, zwar, ah hier, da ist es, und zwar hier, ja doch, das hier. So, ja, Blocklager habe ich ein ganz tief unterirdisches, da wollte ich mal gucken, wie tief sind Minecraft-Welten. Oh, wir sind schon fast an der Zeit. Ne, fast über die Zeit. Ja, ich mache das jetzt noch, mache dann noch die ersten Redstone-Mechanismen, die ich gebaut habe. Und dann tue ich euch noch den Link in die Videobeschreibung packen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gegen Silvester wieder. Hier Blocklager, einfach so random Kisten. Und ich meinte damals, dass Mobs nur am Tag nicht oben spawnen, und hab deswegen gemeint, dass diese Linien hier, die mit Türen abgesichert sind, Mobs sicher war, aber das war eine Fehlannahme. Also, die Welt ist auch mehrere Jahre alt. Das ist, wie gesagt, die erste Welt, wo ich Minecraft gespielt habe. Ich habe angefangen in der Version 0.11. Da hier. Und ich meine, dass es hier war. Was? Nee, tatsächlich, die Welt ist sogar noch älter. Ich habe irgendwann hier eine automatische Schiebetür dazu gebaut. Aber nein. Automatisch mit Tageslicht und so habe ich schon ein bisschen gearbeitet, aber wie ihr seht, teilweise hat mich das echt verwundert. Aber mehr gibt es aber wirklich nicht. Ja, alten Bahnsysteme, die führen irgendwo hin, aber könnt ihr euch mal selbst aussuchen. Alles ist beschriftet. Es gibt Hauptlinien und Nebenlinien. Hauptlinien sind teilweise unterirdisch und angetriebene Nebenlinien sind in der Regel nicht angetrieben. Das heißt, da braucht man Antizloren. Die gab es damals noch nicht, deswegen war man damals deutlich langsamer unterwegs. Und mittlerweile gibt es sie, glaube ich, auch noch nicht, oder? Auf der Windows 10 Edition. Ne, gibt's immer noch nicht. Sollte Mojang mal hinzufügen. Also, ich würde dann sagen, ich verabschiede mich mal. Und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Feiert noch gut. Und frohe Weihnachten.